Hi, ich bin's wieder, auch Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es gibt super geile Nachrichten für unsere deutschen Amis. Ihr habt das wahrscheinlich alle schon im Titel gelesen. BTS Konzert wird nämlich live auf deutschen Leinwänden zu sehen sein. Ich meine, nachdem wir letztes Jahr das BTS-Menü bei McDonald's nicht bekommen haben in Deutschland, denke ich, das ist ein kleiner Trost. Starttermine und wo ihr das Ganze schauen könnt, erfahrt ihr im Video. 1, 2, 3, let's switch this up. BTS debütierte ja bereits im Jahr 2013 und es ist momentan einer der beliebtesten und erfolgreichsten Boyband überhaupt. Sie geben im nächsten Monat live ein Konzert aus Südkorea und es ist nicht nur in Deutschland zu sehen, sondern weltweit. Ich finde es erstens eine super Idee, vor allem eine gute Alternative dazu wegen unserer jetzigen Situation. Und zweitens ist es auch für diejenigen gut, die sich zum Beispiel Konzertkarten nicht leisten können, weil die meistens viel zu teuer sind oder auch manche Eltern es nicht erlauben und sie deshalb nicht hingehen können. Deswegen finde ich die Idee mit dem Kino einfach Hammer. Am 12. März gibt es die Show live aus Seoul im Astro Filmtheater. Die Welttournee lautet BTS Permission to Dance on Stage. Bereits letztes Jahr gab es so eine ähnliche Aktion. Allein in LA sahen sich mehr als 800.000 Fans ihre 4 ausverkauften Shows an und machten sie damit zu einer der erfolgreichsten Shows des letzten Jahres. Starker Rekord, Boys! Sie werden dort mit ihren größten Hits performen und sie gehen außerdem in die Geschichte ein, als die erste Band aus Südkorea, die weltweit auf Leinwänden zu sehen ist. Aufgrund der Zeitverschiebung wird es zu einem späteren Zeitpunkt wiedergegeben und auch in Originalsprache. Ich denke aber, die Boys wissen, dass die meisten Fans international zuschauen und deshalb auch Englisch reden. Also Leute, save the date am 12.03. einmal um 9.45 Uhr und einmal um 13.45 Uhr. Die Gesamtdauer der Ausstrahlung dauert ca. 195 Minuten. Der Vorverkauf hat bereits am 22. Februar gestartet, also Leute, sichert euch eure Tickets. Übrigens kosten die Tickets 20,50 Euro. Städte wie unter anderem Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Leipzig sind dabei. Die ganze Übersicht der Städte findet ihr aber übrigens auch auf UCI Kinowelt. Und bevor ihr dahin geht, informiert euch unbedingt über die jetzigen Maßnahmen, damit keine bösen Überraschungen auf euch zukommen. Ich bin an den Tag im Urlaub und nicht in Deutschland, aber ich wünsche allen, die da sind, ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt will ich von euch wissen, wer von euch geht hin? Schreibt es mir gerne unter die Kommentare. Vor allem, ich weiß ja, dass die Army Base nicht so groß ist in Deutschland, aber wir immer zusammenhalten. Deswegen kommentiert jetzt erst recht, weil ich lese so oft solche Kommentare, die nicht wissen, mit wem wir hingehen können, aber letztendlich lernt man sich eigentlich auch meistens dort kennen. Deswegen könnt ihr euch unter die Kommentare jetzt gerne austauschen und euch kennenlernen und vielleicht lernt ihr ja andere Amis kennen. Ich habe es schon so oft gelesen, dass so viele sich durch meine Kommentare bzw. durch meine Videos kennengelernt haben. Ich freue mich übelst krass und ich lese mir manchmal die Kommentare durch und manchmal sind es so viele. Deswegen Leute, let's go. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und subscribe nicht vergessen, macht die Glocke an, nicht zu verpassen. Folgt mir auf TikTok, folgt mir auf Instagram und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.